Mann an den Pranger. Mehr brauchen sie nicht machen. Ihr Kommentar zum Schiedsrichter, war das Ihr Kommentar? Wie kann man so ein Spiel kaputt pfeifen, du? Mein Gott, der ist unglaublich. Norwegen, wir haben in der Saison schon so oft keinen Elfmeter bekommen, wo es einer war. Und wenn diesmal keiner war, dann war es ausgleichende Gerechtigkeit. Haben sie im Griff gehabt, dann läuft er da rein. Der Lars Schmidt geht extra noch mit dem Körper weg. Er schmeißt dich hin, gleicher Elfmeter gegen Uerding. Und hier hat keiner den Mut, an den Elfmeter nicht zu pfeifen und Möller vielleicht noch die gelbe Karte zu geben für sowas. Ich habe eigentlich wenig gesehen. Und wir haben nichts gesehen und trotzdem Möller hier fast an den Kragen gegangen hier oben? Habe ich nicht gemacht. Möller habe ich nicht. Weiß nicht, wir müssen nicht verguckt haben. Man stand kann direkt daneben, aber sie haben zumindest große Vorwürfe gemacht. Ach ja, gut, man hört und man hat halt gehört, dass er halt eine Schwalbe gemacht hat. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Sie wollen nicht mehr sagen? Ja, wahrscheinlich. Ja, da gibt es nichts zu diskutieren. Es war sicherlich kein Elfmeter, aber ich muss dazu sagen, dass es in der Saison schon so oft vorgekommen ist, dass ich gefoult worden bin im Strafraum, wo es keinen Elfmeter gab. Und okay, Schiedsrichter hat gepfiffen und mehr kann ich nicht dazu sagen. Wieso macht man sowas? Geht einem das da ganz schnell durch den Kopf? Das macht man irgendwie instinktiv und gut, ich hätte auch das Tor machen können, und aber es ist halt so eine Situation gewesen. Beide Strafstöße vollkommen berechtigt. Wir haben gerade mit Andreas Möller gesprochen. Er hat uns gesagt, ich gebe es zu, es war gar kein Elfmeter, ich stand weit weg. Ich habe entschieden, Strafstoß beide Male, beide Strafstöße berechtigt. Ja, ich bin eben vom Platz runtergegangen, die Mannschaft ist vom Platz runtergegangen, da standen da vorne Kinder, so 5, 6 Jahre, und haben der Mannschaft den Finger gezeigt. Und das ist das Produkt von Andi Möller. Das, was er als Vorbild, als Nationalspieler verpasst, das kommt dann dabei raus. Wenn man so unsportlich ist, wie er sich heute verhalten hat, eine Mannschaft so zu bestrafen. Und ich glaube, das spricht eigentlich Bände.